Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Lieber Herr Köhler, für Ihre neuen Wege im Ruhestand wünsche ich Ihnen Gottes Segen und Geleit. Vielen Dank für das gute Miteinander in den vergangenen Jahren. Hervorheben möchte ich Ihren besonderen Einsatz für die Kirchenmusik im Kirchenkreis und für unsere Gemeinden. Herzliche Grüße von Christoph Koch, Pfarrer in der Kirchengemeinde Langenstein, Niederwald. Lieber Herr Köhler, heute am Tag Ihres Abschieds möchte ich Danke sagen. Danke für Ihre ausgleichende Art in so vielen Diskussionen und Gesprächen, wo Sie immer wieder es geschafft haben, das Thema zu versachlichen und ein gutes weiteres Gespräch zu ermöglichen. Lieber Herr Köhler, im Namen unseres Fahrteams und auch im Namen der ganzen Herrenwaldgemeinde möchten wir Ihnen danken, dass Sie unseren Weg zu dieser Gemeinde hin aus 4-1 so freundlich und wohlwollend begleitet haben, dass Sie ihn befürwortet haben, dass Sie uns als Ratgeber zur Seite gestanden sind. Und wenn es im dienstlichen Bereich mal um private Dinge ging, waren Sie immer da und haben zugehört und haben wohlwollend begleitet und waren gut seelsorgerlich tätig. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Mein ganz herzlicher Dank, lieber Hermann, ist für die Unterstützung, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit. Du warst immer als Ansprechpartner, standest du zur Verfügung und hast uns geholfen, dass die Kinder- und Jugendarbeit nicht nur im Kirchenkreis, auch in unserer Kirchengemeinde immer ein ganz wichtiges Thema gewesen ist. Lieber Herr Dekan Köhler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Arbeit als Dekan bei uns hier im Kirchenkreis Kirchhain. Ich habe Sie in dieser Zeit immer als sehr engagiert und vor allen Dingen auch als aufrichtig gegen uns Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt. Besonders bleibt mir natürlich in Erinnerung Ihr Engagement in der ACK Kirchhain am Mühleburg. Dort haben Sie viele neue Akzente setzen können und ich hoffe, dass wir vieles davon auch über Ihre Zeit hinaus bewahren werden. Rainer Wilhelm, Pfarrer an der Stadtkirche in Kirchhain. Hallo Herr Köhler. Erinnern Sie sich noch, als wir in Schönbach gemeinsam die mobile Kirche eingeweiht haben? Oder hier in Großseelheim das Kirchenkreis Musikfest gefeiert? Sie und ich, wir beide, haben aus dem Bäckerwagen heraus Teilchen verkauft. Ihren letzten großen Auftritt bei uns hatten Sie in Kleinseelheim, als wir nach der Bauzeit endlich die Kirche wieder nutzen konnten. Ihre Evelyn Koch aus Großseelheim. Hallo Herr Köhler. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Dienst als Dekan hier im Kirchenkreis Kirchhain. Ein herzliches Dankeschön auch für die gute Zusammenarbeit zu der Zeit, als ich noch bei der Militärseelsorge war. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihren Ruhestand. Vielen Dank. Lieber Herr Köhler, auf diesem Weg möchte ich Ihnen zum einen im Namen unserer Gemeinde und des gesamten Kirchenvorstands, zum anderen aber auch ganz persönlich für Ihren neuen Lebensabschnitt, für alles, was da jetzt kommt, alles, alles Gute, viel Glück und natürlich Gottes Segen wünschen. Ich möchte mich auch bei Ihnen für die kollegiale Zusammenarbeit während der letzten Jahre und Ihren Einsatz für Kölbe ganz herzlich bedanken. Alles Gute für Sie. Lieber Herr Köhler, es hat mir Freude bereitet, in den letzten 6 Jahren mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich denke zum Beispiel auch daran zurück, was Sie gerade in der Corona-Zeit zu Wege gebracht haben. Ich denke an die Telefonandachten, die vielen Leuten Trost gegeben haben. Gerne denke ich auch an meine Einführung zurück, die Sie damals vorgenommen haben im Ubelodegarten, bei bestem Wetter und richtig vielen Gästen. Und im vergangenen Jahr waren Sie ja sozusagen Dauergast bei uns. Hoffnung für Osteuropa. Dann hatten wir die Einweihung unserer Radwegekirche, die Sie vorgenommen haben. Bleiben Sie Gott behütet. Herzlich, Sandra Niemann. Landhal. Laut Infratest DIMAP verabschieden sich die Dörfer am Fuße des Wollenbergs nur ungern von ihrem Dekan Hermann Köhler. Köhler hatte die Gemeinden unter anderem durch eine Pfarrstellenreduktion, eine mittelschwere Finanzkrise und unzählige Baumaßnahmen begleitet. Er zeichnet sich aus, so heißt es, durch Lösungsorientierung, Unaufgeregtheit, Verständnis und ein großes Herz. Das Wetter.
Lieber Herr Köhler, wir haben sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Sie waren für diesen Kirchenkreis ein Segen. Besonders beeindruckt hat mich, wie Sie durch die Videoreihe die verschiedenen Kirchen und die Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis vorgestellt haben. Das war eine ganz grandiose Idee. Herzlichen Dank dafür. Gottes Segen für den Ruhestand. Matthias Franz. Lieber Herr Köhler, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen 10 Jahren. Danken möchte ich aber auch im Namen der Kirchengemeinden Amenau mit Oberndorf und Walzenbach. Besonders in guter Erinnerung ist uns Ihre kontinuierliche Begleitung und Unterstützung im Zusammenhang mit der Sanierung und Renovierung der Walzenbacher Kirche. Gottes Segen im Ruhestand, das wünscht Pfarrer Norbert Janker. Lieber Hermann, ich freue mich über die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Seitdem ich hier im Kirchenkreis bin, warst du auch schon da. Besonders freue ich mich natürlich, dass unser gemeinsames Projekt, die Spielkirche, nun Wirklichkeit wird und dass du auch im Ruhestand noch weiter daran teilhaben wirst und dich ehrenamtlich engagierst. Das ist etwas ganz Besonderes. Du bist ein Segen und ein Kairos für diese Spielkirche. Katrin Rauen aus Wetter. Hallo lieber Herr Köhler, ich finde, Sie waren ein ganz toller Dekan und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für alle Unterstützung. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Gottes Segen. Ich kann das jetzt nur in meinem Bayreuthblatt, die Rosfetale oder die Oberstrisse, die lache ich immer über mein Blatt, aber das Huse auch gemacht, lese, ach gesiehe. Ich sage ach, ne? Weil, nämlich das ist das Wort für Sie im Blatt. Alles, alles Gute wünsche ich und diesmal ist für Sie. Bis dann. Lieber Herr Köhler, vielen Dank für Ihre Zeit in unserem Kirchenkreis, Ihre Mühen und Ihr offenes Ohr und all Ihr Tun. Ich werde mit Sicherheit den Gottesdienst, den wir zusammen gefeiert haben, noch lange in Erinnerung behalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg und lassen Sie sich gerne mal wieder sehen. Gottes Segen wünscht Ihnen Konrad Draude. Lieber Herr Köhler, ich möchte Ihnen auch danken für die Jahre des Miteinanders. Ich habe es ja als einen kollegialen Dekan erlebt, der auch Freiräume ermöglicht hat, wo man gestalten und aktiv werden konnte. Ihre Anregungen waren immer wieder auch wertvoll. Ich möchte Ihnen gerne etwas mitgeben, was mich selbst immer wieder auch inspiriert hat. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. In diesem Sinne seien Sie, Gott befohlen, alles Gute für den weiteren Weg. Lieber Herr Köhler, hier aus der Kirche von Pracht, auch im Namen des Kirchenvorstands, ein herzliches Dankeschön. Aus der Kirche von Schwabendorf möchte ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen wünschen. Vielen Dank für alles. Ihr Christoph Müller. Lieber Bruder Köhler, nur sehr ungern lassen wir Sie ziehen. Sie waren ein feiner Dekan. Ich habe das sehr geschätzt, dass Sie uns allen eigentlich immer mehr als ein Bruder begegnet sind und nicht als ein Vorgesetzter, als Primus inter pares. Von Herzen Gott befohlen für den Weg in den Ruhestand. Ich wünsche Ihnen ganz viel Zeit mit all dem, was vermutlich in den letzten Jahren zu kurz gekommen sein mag. Und eine erfüllte Zeit unter Gottes Schutz und Segen. Alles Gute. Lieber Herr Köhler, zu Ihrem Abschied geht mir so einiges durch den Kopf. Vor allem aber steht die Dankbarkeit im Vordergrund, dass Sie mich und auch einige andere junge Kollegen so fürsorglich in unseren ersten Jahren begleitet haben. Dass Sie da waren mit Ihrem Rat, mit Ihrem offenen Ohr, manchmal schon fast väterlich. Das alles bestärkt, in diesem Beruf weiterzugehen. Und für Ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen jetzt viel Zeit für all die Dinge, die Sie schon immer einmal machen wollten. Und ich freue mich, wenn wir uns im einen oder anderen Kontext vielleicht auch mal wieder über den Weg laufen. Lieber Herr Köhler, schon während meines Vikariats und auch jetzt in den ersten Amtsjahren habe ich Sie als Dekan hier im Kirchenkreis Kirchhain erlebt. Und ich möchte ganz herzlich Danke sagen für all Ihre Arbeit, für Ihre Unterstützung und vor allem auch für die gute Atmosphäre unter uns Kollegen, für die Sie immer gesorgt haben.
Mir bleibt ganz besonders meine Einführung mit Ihnen in Erinnerung, die wir nach der Corona-Zeit im letzten Sommer dann endlich feiern konnten und zu der Sie gekommen sind, obwohl Sie gar nicht richtig gesund waren. Vielen Dank noch einmal dafür. Und dann bleibt mir die Zukunftskonferenz für Kinder- und Jugendarbeit in Erinnerung, an der Sie hartnäckig festgehalten haben und die dann im letzten November tatsächlich stattfinden konnte. Julia Lange aus Josbach. Lieber Herr Köller, für mich strahlen Sie auf jeden Fall Ruhe aus. Und kurz vor dem Ruhestand, das passt ganz gut zusammen. Und ein bisschen wie diese alte Glocke aus Hallsdorf, die älteste Glocke aus unserer Kirche, die ruht hier im Kirchenraum, wenn Sie auch bald in den Ruhestand verabschiedet werden. Ich wünsche Ihnen diesbezüglich alles Gute, viel Ruhe und wer weiß, vielleicht laufen wir uns noch über den Weg. Hallo Herr Köhler, wir haben zusammen gesungen im Gospelchor, daran erinnere ich mich gerne. Sie hinten im Bass, ich vorne. Singen Sie weiter, auch im Ruhestand, das wünsche ich Ihnen. Und sing noch einmal für Sie. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mag's auch dir ergehen, wenn neue Wege dir jetzt blühen. Ein Zauber, der beschützt und hilft, zu leben und zu gehen, beim Abschied und bei jedem Neubeginn. Dankeschön. Auf Wiedersehen, einen schönen Ruhestand. Alles Gute. Tschüss. Schönen Ruhestand.